Wenn Sie Kinder im Haus haben, müssen Sie keine Angst haben, dass Sie sich die Finger verbrennen. Und wenn die Zeit vergeht, brennt auch diese Kerze digital runter. Dennoch kann der Adventskranz keine Flammen fangen. So viel zur Dekoration. Hat natürlich noch andere Vorteile. Die zeige ich Ihnen im Programm. Oh ja, die gehören eigentlich nicht dazu, die gehören noch zur Dekoration. So. Das können Sie auch für die normale Dekoration verwenden. Nicht nur digital. Hier Zutaten und Zubereitung, kennen Sie alles? Mit dem Unterschied, bei diesem besonderen Weihnachtstablet können Sie eben auch schon vorher mal probieren. Das ist lecker, ist fein. Weiß nicht, ob es zur Wurst passt, aber überzeugen Sie sich. Und? Okay? Ja, ist eh grausam, das Bein rauszureißen. Vielleicht sollte man lieber gleich den Kopf nehmen. Der große Vorteil hieran ist aber, dass man den Lebkuchenmann ja erstmal probieren kann, bevor man ihn backt. Und wenn Sie sich entscheiden, das zu machen, dann inwiefern? Ja, die Fortschritte sind immens. Und er kriegt ja auch so das Marktrecht sein. Ich verrenne jeder mit so einem Gerät kommt. Schauen wir mal weiter. Zimtsterne. Haben Sie hier die Einkaufsliste? Es gibt gar nicht so viel, die Zutaten könnte man sich merken. Sicherheitshalber nimmt man einfach die Liste mit. Wenn Sie nicht das ganze Weihnachtstablett mitnehmen, dann doch einfach die Liste. Sie können sie rausreißen. Sie machen nichts kaputt. Sie können das einfach wieder hochladen und das System funktioniert wieder. Zum Beispiel kann ich ja hier digitale Bilder aufbewahren. Das kennen Sie vielleicht. Das sind meine Weihnachtsfotos. Wenn ich die mit meinen Eltern teilen möchte, kann ich das nur, wenn die auch so ein digitales Gerät haben. Normalerweise. In dem Fall kann ich sie direkt ausdrucken. Kann die also zum Beispiel auch eine Postkarte kleben und meinen Eltern schicken, wenn die sie ankommen. Sicherheitshalber sollte ich vorher noch eine digitale Kopie machen. Ja, dann habe ich beides für meine Eltern. Und digital wird immer schwierig. Ja, ja. Und wenn es dann doch knapp wird mit der Zeit, kann man einfach das rausnehmen. Und das Tolle ist, man hat trotzdem, trotz dieser Möglichkeit, 8 Tage Rückgaberecht. Das heißt, man nimmt den Tennisball, drückt ihn wieder rein und dann muss man auch nicht bezahlen. Sagen Sie? Ich kann den Ball natürlich behalten, ja, aber dann wird er von meiner Kreditkarte abgebucht. Ich zeige Ihnen mal das nächste Foto. Das bin ich beim Glühwein trinken. Ich kann hier ein bisschen ranzoomen und dann sieht es sofort so aus, als würde meine Hand quasi die Tasse halten, oder? Ja. Da kann ich den ganzen Genuss nochmal in Gedanken quasi Revue passieren lassen. Oder ich nehme es mir einfach raus. Dann ja, wird es eben abgebucht. Über in München, 3,50. So eine Art Starter-Set. Da gehe ich einfach mal hier durch und gebe Ihnen all die Apps mit, die ich Ihnen eben gezeigt habe.